Nimmst du deine Videos mit dem Smartphone auf, weil das eine super Kamera hat? Und überlegst du dann auch manchmal, soll ich mein Video, mein Smartphone jetzt hoch oder quer halten? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil jeder Kanal hat ein anderes Format. Und ich sehe es immer wieder mal, dass Videos im Hochformat auf YouTube oder auf LinkedIn auftauchen. Doch das ist ein Anfängerfehler. Jeder Kanal hat sein bevorzugtes Format und ich möchte dir in diesem Video erklären, welches Format auf welchem Kanal gut ist und wie du deine Videos so planst und aufnimmst, dass du sie auf mehreren Kanälen benutzen kannst. Mein Name ist Sabine Schmelzer und ich bin Videoexpertin und ich möchte dir Mut machen, mit Videos anzufangen. Abonniere meinen Kanal und klick auf die Glocke, damit du in Zukunft neue Videos von mir zugesendet bekommst. Denn hier geht alles um Video erstellen, Video Marketing, Online Marketing, wie du dich am besten präsentierst mit Videos und mehr Reichweite gewinnst. Aber zurück zum Thema Hoch- oder Querformat. Was ist besser? Das hängt davon ab, auf welchem Kanal du deine Videos veröffentlichen willst. Und vor 3 Jahren habe ich schon mal ein Video gemacht, da habe ich gesagt, Hochformat geht gar nicht, aber da gab es noch kein Facebook Live, da gab es noch kein Instagram Live, da gab es noch kein TikTok und es hat sich so viel geändert in dieser Zeit. Deshalb versuchte ich immer auf dem Laufenden zu halten, das versuche ich auch hier auf dem Kanal zu zeigen, was gibt es an neuen Dingen, die du beachten solltest, wenn du mit dem Thema Videos anfängst. Also, bestimmte Kanäle haben bevorzugte Formate. Zum Beispiel YouTube und LinkedIn haben Querformat. Auf Facebook und auf Instagram geht beides. Sowohl Hoch- als auch Querformat. Auf TikTok und Pinterest nur, also eher Hochformat, die bevorzugten Formate. Und es hängt jetzt von dir ab, wo du deine Videos veröffentlichen willst. Also überleg dir zuerst einmal, auf welchem Kanal möchte ich mein Video anzeigen lassen oder veröffentlichen und wähle dann das entsprechende Format aus. Der andere Punkt ist, möchtest du dein Video vielleicht mehrfach verwenden? Ich habe das am Anfang sehr oft gemacht, dass ich Videos auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite aufgenommen habe und sie dann gleich auf YouTube hochgeladen habe. So habe ich mit einem Video zwei Kanäle sozusagen verknüpft und habe mir damit Zeit gespart. Und dann habe ich das YouTube-Video wiederum auf meiner Webseite eingebunden, einen Blogbeitrag daraus gemacht und diesen Blogbeitrag auf Pinterest dann veröffentlicht oder verlinkt. So kannst du nämlich mit einem Video mehrere Dinge gleichzeitig bedienen und bekommst damit noch mehr Reichweite. Und deshalb möchte ich dir empfehlen, denk darüber nach, wie du deine Videos möglichst effizient nutzen kannst auf verschiedenen Kanälen und benutze dann auf jeden Fall das Format, was für die meisten Kanäle passt. Und das ist momentan das Querformat. Das sind auch alles Dinge meiner Video-Content-Strategie, was ich meinen Kunden und Kundinnen beibringe. Also nochmal zusammengefasst, es hängt vom Format ab. Und der zweite Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, wenn du Live-Videos machst, die nur auf dem Kanal bleiben, für die du sie das Video machst, wie zum Beispiel Facebook Live oder Instagram Live, dann kannst du natürlich Hochformat nehmen. Es hat ja auch den Vorteil, dass man nicht so viel vom Hintergrund sitzt. Es ist leichter, das Smartphone zu halten. Und da ist es bei Live-Videos das Hochformat, wenn die Videos auf dem einen Kanal bleiben, unbedingt das Angesagte. Wenn dir diese Tipps gefallen, freue ich mich natürlich gerne über ein Like, auch über deine Kommentare. Und abonniere meinen Kanal, damit du auch in Zukunft informiert wirst, wenn es neue Videos gibt. Ciao, eure Sabine.